Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen. Heute einfach ein absolutes Random-Video. Ich habe einfach mal Lust gehabt, mit euch so ein bisschen über meine Gedanken bezüglich der Zukunft und Robotik zu sprechen. Ich habe mir dafür jetzt auch mal hier mein Handy rausgeholt. Ich will da jetzt mal gerade... Huch, jetzt habe ich mich einmal verschrieben. Ich habe jetzt hier mal gerade was eingegeben. Gut, hier findet ihr natürlich erstmal was komplett anderes als das, was ich eigentlich rausgesucht habe. So, jetzt haben wir es hier. iRobot. Ja. Genau. Worum geht es mir? Und zwar, ich habe mir in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wo uns diese ganze Technologie hinbringt. Ja, ich beschäftige mich auf meinem Kanal ja generell mit sehr viel Technik, ja, mit 3D-Druckern, Elektromobilität. Ich habe mich auch schon hier mit Elon Musk beschäftigt und seinem Tesla-Unternehmen, ja, das mit den Elektroautos und. Oder auch als ich in China war, BYD. Ich glaube, BYD ist eigentlich sogar noch eine größere Elektrofahrzeugmarke als Tesla. Nur, dass wir das hier halt einfach nicht kennen. Aber ich meine, anhand der Verkaufszahlen ist BYD, glaube ich, ein bisschen größer als Tesla. Ich kann mich da auch täuschen, aber so rein von den Zahlen, also wenn man sich das in China anschaut, jedes Taxi, ausnahmslos jedes Elektrotaxi ist ein BYD-Taxi. Dort gibt es Elektrobusse. Ja? Also das ist schon echt ziemlich krass. Dann beschäftige ich mich halt natürlich auch mit Smartphones, Smart Home. Ja? Das ist natürlich auch eine große Sache. Das heißt, ich beschäftige mich dementsprechend auch mit künstlicher Intelligenz. Ja? Sofern man Alexa als künstliche Intelligenz bezeichnen möchte, weil unterm Strich tut sie eigentlich auch nur das, was wir ihr anprogrammiert haben. Also wirklich intelligent. Ja, kann man nennen, wie man möchte, aber Intelligenz ist doch für mich eigentlich eher etwas, wenn eine Maschine selbstständig lernen kann, wenn eine Maschine selbstständig Entscheidungen treffen kann. Ja, das ist für mich irgendwo eine künstliche Intelligenz. Und da stehen wir auf jeden Fall in einem Punkt, wo wir ja ins nächste Level gehen können, weil ich weiß einfach, dass künstliche Intelligenz absolut fortgeschritten ist mittlerweile jetzt schon und beziehungsweise fortgeschritten genug für den nächsten Schritt, meiner Meinung nach. Eigentlich hätte es schon längst soweit sein können, nur ich frage mich, warum es nicht schon längst soweit ist. Ja? iRobot ist der Stichpunkt an dieser Stelle, ja. Jeder von euch kennt vielleicht den Film iRobot. Wenn nicht, schaut ihn euch bitte nochmal an. Das ist ein guter Film mit Will Smith. Super guter Schauspieler. Und in diesem Film geht es halt einfach darum, dass man, Achtung Spoiler-Alarm, dass viele Menschen einfach einen Hausroboter haben, der halt mit ihnen einkaufen geht, ne, mit älteren Damen einkaufen geht, weil die vielleicht die Taschen nicht mehr tragen können oder beim Kochen oder im Haushalt helfen. Ne? Ich meine, wir kennen das ja schon heute. Es gibt diese Staubsaugerroboter. Es gibt Rasenmäherroboter, ja, es gibt Roboter, die Fensterscheiben zu Hause sauber machen können und halt eben auch Sprachassistenten, die auf Sprachbefehl gewisse Dinge schalten können, die dann mit irgendwelchen Relais versehen sind, wie zum Beispiel Sonoff oder, ne, oder wie ich das ja auf meinem Kanal schon öfter gezeigt habe, in Verbindung mit IO Broker, der Smart Home Zentrale, ja, eben gewisse Dinge im Haushalt einfach für einen übernehmen können. So, und wenn man sich den Film iRobot anschaut, dann vereint dieser Roboter, ja, in iRobot meiner Meinung nach drei Technologien. Ja, also das ist ja einfach so das, was ich mir da drüber so ein bisschen gedacht habe. Wir haben einmal die Technologie der Robotik an sich, also sprich, dass solch ein Roboter eben mit den notwendigen Elektromotoren oder ja, Pneumatik, was weiß ich, ausgestattet ist und halt eben Gyroskopen und so, damit er das Gleichgewicht halten kann, damit dieser Roboter einfach ja, mechanisch irgendwo dazu in der Lage ist zu laufen. Ja, also dass er im Grunde die notwendige Software besitzt, ja, dass die Software passt auf einen kleinen Raspberry Pi. Ich denke mal, etwas Größeres wird dort nicht notwendig sein. Wenn überhaupt, der Raspberry Pi wird wahrscheinlich sogar schon fast zu viel Leistung für solch einen Roboter haben, schätze ich mal. Also einfach nur für die reine Funktion, dass er laufen kann. Ja. Oder die Arme bewegen, die Finger bewegen, den Kopf bewegen. Ja. Solche Funktionen. Es gibt heute ja schon Roboter, die das alles vereint in sich können. Und theoretisch sind wir da auch einfach preislich gar nicht
so weit entfernt, weil theoretisch, was benötigt ein solcher Roboter, damit wir wirklich alleine die reine Funktion haben, dass dieser Roboter laufen kann, ja? Dass dieser Roboter seine Finger, Arme und sowas bewegen kann, Kopfbewegungen machen kann. Ja? Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein paar Elektromotoren. Ja? Je nachdem, wie groß, brauchen wir ein paar Elektromotoren auf jeden Fall. Wir brauchen vielleicht ein bisschen Leichtbaumaterialien, sowas wie Aluminium oder irgendwas aus dem Flugzeugbau, weiß ich nicht. Aber Aluminium, klar, kostet ein bisschen Geld, aber jetzt auch nicht die Welt. Ja? Aluminium, schätze ich mal, ist relativ realistisch, dass man das dafür einsetzt, weil dadurch bleibt der Roboter schön leicht. Bekommt aber trotzdem, das heißt, die Motoren müssen nicht ohne Ende Energie aufwenden, damit er sich halt bewegen kann. Und wir können einfach damit dann noch ein bisschen Plastik natürlich noch mit dazu. Ein paar Plastikbauteile, sagen wir mal, für die Verkleidung. Oder vielleicht kann man da auch sowas wie Hyperskin oder irgendwie sowas benutzen, damit das Ganze menschlicher aussieht. Ne? Man hat sich ja, wenn man sich das bei iRobot anguckt, dieses doch Maschinelle, also dass man sieht, dass es ein Roboter ist, aber trotzdem bei Gesicht und Brustkorb einfach diese Abdeckungen, dass es halt wirklich so menschlich wirkt, finde ich auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Und lässt den Roboter halt auf jeden Fall relativ menschlich dadurch wirken. Und sowas könnte ich mir auch tatsächlich in der Umsetzung in echt so genau tatsächlich vorstellen. Ja? Also das wäre quasi der eine Punkt, dass wir quasi einfach diese Robotik an sich haben. Und die ist ja schon soweit. Wir haben Roboter, die können laufen. Wir haben Roboter, die können menschliche Mimik nachahmen. Ich weiß nicht, da gab es so einen weiblichen Roboter. Ich muss mal ganz kurz schauen. Weiblicher echter Roboter. Jetzt muss ich nicht, dass der mir jetzt hier irgendwelche komischen. Doch, hier, da ist er doch. Hier. Das ist er. Ich weiß nur nicht, wie heißt der nochmal? Weiblicher Roboter wird zum Staatsbürger in Saudi-Arabien. Weiblicher Roboter. Genau, das ist auf jeden Fall diese Roboter-Dame, die ich meine. Ich will mal ganz kurz schauen, ob ich hier den Namen rausbekomme. Aber ich sag mal, jeder von euch, der sich schon mal vielleicht mit Robotik oder so ein bisschen beschäftigt hat, wird diesen weiblichen Roboter definitiv schon mal gesehen haben. Weibliche Roboter in Saudi-Arabien bekommen. Weibliche Roboter, Intelligenz, ein weiblicher Maschine, weibliche in Saudi-Arabien, neue Technologie, Mimik, genau, Mimik, weibliche Person. Maschine, Stolz und so weiter und so fort. Ich bin stolz und fühle mich geehrt. Genau, Sophia. Sophia in ihrer Rede. Genau, jetzt kommt hier irgendwelche Werbung. Sophia heißt dieser Roboter, ja. Das ist einfach nur krass, wenn man sich anschaut, dass dieser Roboter einfach wirklich, also menschliche Mimik, also richtig krass. Ich kann es jetzt leider nicht groß machen, aber man sieht, dass das sieht fast aus wie ein Mensch. Klar, die Augen sind noch so ein bisschen komisch und so, aber es sieht sehr, 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 sehr menschlich schon aus von der ganzen Mimik her. Ja? Und damit will ich euch einfach nur zeigen, dass wir von der Robotik her, von der technischen Umsetzung her, was diesen Punkt betrifft, schon so weit sind, dass wir sowas bauen könnten. Und das wird auch nicht unendlich viel Geld kosten. Ja? Klar, die Entwicklung und sowas, für die Leute, die das entwickelt haben, die werden, sage ich mal, dafür am Anfang relativ viel Geld verlangen, dafür, dass sie das Ganze so programmiert haben und. Aber das wird auch mit der Zeit günstiger werden, weil die Hardware an sich, wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Elektromotoren, wir brauchen ein bisschen Plastik, wir brauchen ein bisschen Aluminium, das war's. Ja? Ein paar Kabel, das war's letzten Endes. Ein Mainboard. Ja? Das ist dieser eine Punkt. So, dann haben wir den nächsten Punkt, ja. Ich habe es eben schon angesprochen, Alexa zum Beispiel. Ja, wir haben künstliche Intelligenzen oder beziehungsweise Sprachassistenten, würde ich sie eher nennen. Das bedeutet, wir können mit unserer menschlichen Sprache einen Befehl oder einen Wunsch äußern. Ja, Befehl klingt immer so, als würden wir die Maschinen versklaven. Gut, letzten Endes machen wir das, aber wir haben sie auch selbst erschaffen und es sind ja keine Lebewesen. Gut, sie hat jetzt eine Staatsbürgerschaft hier bekommen, aber ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Ja? Es ist wir haben eine Möglichkeit, mit einer Maschine zu kommunizieren, mit unserer menschlichen Sprache, sodass diese Maschine auch versteht, was wir von ihr möchten. Wir können sagen, mach dir guten Morgen und dann gehen die Rollläden hoch. Ja? Wir können sagen, schalte das Wohnzimmerlicht aus. Das Wohnzimmerlicht wird ausgeschaltet. Ja? Aber letzten Endes, hinter dieser ganzen Technologie verbirgt sich viel mehr. Ja, wenn wir diese Robotik, die ich ja eben angesprochen habe, verknüpfen würden mit einem Sprachassistenten wie Alexa, ja, dann haben wir schon eine Maschine,
der wir sagen können, sie soll zum Beispiel, ganz simpel gesehen, sie soll das Wohnzimmerlicht ausmachen. So, und dann geht halt eben nicht diese Maschine im Hintergrund her und schaltet ein Programm, welches ein Relais schaltet, was dann das Licht aus- oder anschaltet, sondern dadurch, dass diese Maschine ist in der Lage ist zu laufen oder mit Motoren auch Gliedmaßen zu bewegen, dann kann diese Maschine hergehen, für uns zum Lichtschalter gehen und diesen ausmachen. So, und wenn man das Ganze jetzt noch weiter spinnt, kann diese Maschine auch in die Küche gehen und kann mir irgendwas aus der Küche holen. Ja? Das ist auf jeden Fall schon mal, wo man sagt, man gibt solch einem Sprachassistenten oder solch einem Computer einen Körper, womit er umherwandeln kann und Dinge für uns erledigen kann. Vielleicht macht es dem einen oder anderen Angst, mir nicht. Im Gegenteil, ich freue mich darauf und ich glaube, dass es innerhalb der nächsten 5 Jahre soweit sein wird. Und ich glaube auch des Weiteren, dass dieser Roboter unter 5.000 Euro kosten wird. Die ersten wären zwar teurer, ganz klar, weil neu, innovativ gab es noch nicht, aber mit der Zeit wird es diese, denke ich mal, für um die 5.000 Euro, das ist ein relativ realistischer Preis, geben. Ja? Genau, also dann haben wir diese zwei Technologien. Das heißt, wir können mit dem Roboter so weit kommunizieren, dass er versteht, was wir von ihm möchten. Und anstatt, dass der Roboter, sage ich mal, irgendwelche Programme im Hintergrund, gut, er wird auch so Programme im Hintergrund ablaufen, nur dass diese Programme halt eben nicht einfach nur irgendein Relais schalten, sondern diese Programme werden abwechselnd verschiedene Elektromotoren so ansteuern, dass dieser Roboter halt einfach in eine bestimmte Richtung läuft und eine bestimmte Aktion dort ausführt. Ja? Dann wird dieser Roboter, das jetzt ist die Technologie Nummer 3, und zwar, wir haben ja Gesichtserkennungssoftware, schon überall total umstritten teilweise stößt es auf Akzeptanz, teilweise halt aber auch auf absolute Gegner der Freiheit, keine Ahnung, was auch immer. Ich habe absolut kein Problem damit, ich bin ein absoluter Befürworter von solch einer Gesichtserkennungstechnologie, dass die auch überall meinetwegen im öffentlichen Raum eingesetzt werden sollte. Klar, mag sein, dass ich mir jetzt den ein oder anderen Feind damit mache. Respektiert bitte einfach meine Meinung diesbezüglich. Eine Diskussion in diese Richtung ist ab, also mit mir, also ihr könnt untereinander gerne so viel diskutieren, wie ihr wollt im Forum, aber versucht nicht, mich und meine Meinung zu bekehren, das werdet ihr nicht schaffen. Ja, ich habe eine so feste Meinung, die ist in meinem Kopf drin und egal, was ihr sagen werdet, es gibt keinerlei Möglichkeiten, mich von meiner Meinung abzubringen. Ich finde das geil. Ganz klar, an dieser Stelle muss man halt auch sagen, diese Technologie, also dieser Roboter wird natürlich mit 2 Augen ausgestattet sein. Diese 2 Augen werden 2 Kameras sein, eben um auch das dreidimensionale Sehen für diesen Roboter möglich zu machen. Ja? Dass dieser Roboter einfach hergehen kann und kann, ihr seht es bei den Smartphones. Dieses Smartphone, fast jedes neue Smartphone, was heute auf den Markt kommt, hat 2 Kameralinsen. Warum? Ja, klar, für den einen, dass man verschiedene Blenden halt auch mal hat, also manche Smartphones machen das wegen verschiedenen Blenden, andere machen das, weil sie den Bokeh-Effekt eben dadurch besser umsetzen können, eben mechanisch umsetzen können, andere wiederum setzen bei diesem Bokeh-Effekt eher auf eine softwareseitige Lösung. Also da gibt es verschiedene Ansätze, aber ich sag mal ganz ehrlich, für dieses dreidimensionale Sehen sind 2 Kameras auf jeden Fall besser. Ja? Und wenn man sich überlegt, was so ein Kameramodul kostet, das ist auch ein Apfel und ein Ei. Letzten Endes in der Herstellung in Shenzhen wird das ganze Zeug meistens hergestellt. Da kann man einfach hergehen und einfach 2 solche Kameras dann noch reinsetzen, die Gesichtserkennungssoftware damit verknüpfen. Ja? Ihr kennt ja alle zum Beispiel Face Unlock. Ja? Übrigens, wie gesagt, hier das Xiaomi Mi 8 hat ja auch Face Unlock. Ja? Dafür müsst ihr hier in Deutschland das Gerät nur von der Location auf Indien setzen. Wenn ihr das auf Deutschland stehen habt, wahrscheinlich aus datenschutzrechtlichen Gründen, ja, geht das leider nicht. Aber wenn ihr es auf Indien stellt, geht das. Und beim Face Unlock muss man auch ganz klar jetzt hier wieder sagen, okay, Face Unlock. Das bedeutet, wir können dem Roboter diese Technologie, das heißt, wir setzen ihn Kameras ein, Infrarot-Sensoren müssen dann natürlich auch eingebaut werden, um eben die Tiefe, also nicht nur ein Foto, sondern auch die Tiefe unseres Gesichtes zu analysieren oder zu erkennen und anhand dieser Sachen dann halt einfach ein Face-Unlock sozusagen bei dem Roboter zu haben. Sprich, der Roboter erkennt mich, er weiß, wer ich bin, er würde meine Tochter erkennen, wenn ich eine hätte, er würde meine Oma erkennen, meinen Vater, meine Mutter, meine Familie halt eben. Ne? Indem ich das einmal anlerne und dann gehorcht dieser Roboter auch nur auf das, was die Familie oder was die ihm eingelernten Gesichter ihm mitteilen oder ihn darum bitten. Ja?
Vielleicht auch Stimmerkennungssoftware oder. Ja? Das sind solche Sachen. Das heißt, es kann nicht einfach der Nachbar hergehen und kann sagen, hier, keine Ahnung, schubst den mal aus dem Bett, ja, oder was weiß ich. Also solche Sachen funktionieren dann halt einfach nicht. Das heißt, wir haben durch dieses Face Unlock und ich sag mal, diese Gesichtserkennungssoftware, die lässt sich ja bestimmt auch relativ simpel umprogrammieren zu einer Lebensmittelerkennungssoftware. Ja? Das heißt, dass dieser Roboter dann, ne, quasi, wir geben ihm den Sprachbefehl, wo wir wieder beim Thema Alexa wären. Er soll doch uns bitte einen Eistee aus dem Kühlschrank holen. Das ist ein simples Beispiel. Er soll uns einen Eistee aus dem Kühlschrank holen. So, anhand der Gesichtserkennungs- oder und auch anhand der Stimmerkennungssoftware erkennt er, okay, der Dennis hat mir jetzt gerade den Befehl gegeben, ich soll ihm einen Eistee holen. Okay, check Gesicht erkannt, check Stimme erkannt, okay. Befehl wird ausgeführt. So, dann kommt die Robotik zum Einsatz und der Roboter bzw. die Software, die in dem Roboter verbaut ist, steuert die Elektromotoren so weitgehend, dass dieser Roboter in die Küche läuft. Ja, vorher habe ich dem Roboter natürlich angelernt, wo der Kühlschrank ist, wo mein Schlafzimmer ist, wo mein Badezimmer ist und so. Die Räumlichkeiten, die habe ich ihm beigebracht einmal und dann weiß der das. So, der weiß dann also, wo mein Kühlschrank steht. So, dann als nächstes, wenn der Roboter vor dem Kühlschrank steht, wird er die Befehle von der Robotik-Software bekommen, den Kühlschrank zu öffnen. Sprich, die Elektromotoren werden das hier machen, ne? Dass ein Griff gefasst wird. Der Griff wird aufgemacht, also der Kühlschrank, die Tür wird aufgemacht, dann greift die, sagen wir, Produkterkennungssoftware, weil ne, wir können das Ganze ja noch weiterspinnen, sodass dieser Roboter eventuell sogar zum Mediamarkt für uns gehen könnte und dort ein Headset einkaufen, ein bestimmtes zum Beispiel. Ne? Auf jeden Fall noch ein bisschen weiter gesponnen, ne? Wir wollen den Eistee, sprich, er wird dann als nächstes hergehen, er wird den Eistee aus dem Kühlschrank nehmen, er wird die Kühlschranktür wieder schließen, er wird dann zu dem Regal gehen, wo dann die Gläser stehen, wird ein Glas nehmen, wird den Eistee öffnen, wird das Glas vollschütten, wird den Eistee wieder schließen, zum Kühlschrank gehen und so weiter, wird die Flasche wieder reinstellen, wird dann mit dem Glas zu mir kommen und wird mir das Glas überreichen. Ja? Das heißt, in dem Moment schließt sich dann dieser Kreis und das Ganze können wir sogar noch weiterspinnen. Wir können diesem Roboter eventuell Rezepte beibringen für unsere Lieblingsgerichte. Ja, zum Beispiel Pizza oder Tortellini oder Lauchcreme-Hackfleischsuppe oder unser Lieblingsrezept für French Toast oder. Ja, das kann man x-beliebig weit spinnen, so viel wie man möchte. In der Medizin sehe ich sowas auch, dass dieser Roboter vielleicht auch die Möglichkeit hat, bei älteren Leuten zum Beispiel, man kennt das ja im Alter, dass man vielleicht ein bisschen pflegebedürftig ist, dass dieser Roboter vielleicht in einer bestimmten IP67, also in einer bestimmten Wasserfestigkeit gebaut wird, sodass er alten Menschen zum Beispiel beim Duschen, beim Baden gehen helfen kann, ja? Dass er alten Menschen auf die Toilette gehen helfen kann, dass er alte Menschen sauber machen kann. Ne? Man kommt ja vielleicht irgendwann mal in ein Alter, wo man nicht mehr aufs Klo gehen kann, sondern vielleicht auch im Alter vielleicht eine Windel tragen muss. Ist halt so. Und ich sag mal, ganz ehrlich, wenn ich irgendwann so alt bin, fände ich es angenehmer, wenn ein Roboter mich dann sauber macht, anstatt dass das ein Mensch macht. Das wäre mir unangenehm, mir persönlich. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Deswegen, ich sehe da sehr, sehr, sehr viele Anwendungen. Klar, es werden dadurch auch viele Jobs wegfallen, aber es werden auch neue Jobs wieder hinzukommen, weil diese Roboter, die müssen vielleicht ein Stück weit programmiert werden, die müssen vielleicht repariert werden. Es wird neue Versicherungen geben. Auch da habe ich mir schon Gedanken gemacht, weil zum Beispiel eine alte Frau geht mit ihrem Roboter in der Stadt einkaufen. Sie nimmt ihren Roboter mit, weil sie kann die Tüten nicht mehr tragen. Der Roboter macht das natürlich. Und dann rennt ein kleines Kind mit dem Teddybär über die Straße. Ein Auto kommt. Natürlich werden in Zukunft auch die Autos selbstständig fahren, aber vielleicht, ne, irgendwie, irgendwas läuft nicht richtig, keine Ahnung. Oder vielleicht ist der Mensch ein manueller Fahrer. Wir kennen das ja auch aus dem Film iRobot, dass dann, sage ich mal, die eine sogar gesagt hat, hier, wie dein Motorrad fährt mit Benzin. Benzin ist gefährlich, Benzin explodiert, ja, oder wie du fährst manuell. Ja, und dass vielleicht Menschen in Zukunft vielleicht auch noch die Option haben, manuell Auto zu fahren. Und dieser Mensch fährt vielleicht gerade manuell das Auto, das Kind läuft davor. Und der Roboter sieht, also erkennt diese Situation, und sieht die Option, dass der Roboter diesen Menschen, dieses kleine Menschenkind, retten kann, indem er sich selbst, sage ich mal, vor das Auto wirft und das Kind vielleicht wegschubst. Ja, also ich meine,
ein Roboter hat ja vielleicht die Möglichkeit, solche Dinge in Bruchteilen von Sekunden zu analysieren, zu berechnen und, sage ich mal, diese Dinger sollten, also diese Roboter sollten natürlich dann so weitgehend so programmiert werden, dass sie 100% Schaden an sich in Kauf nehmen dafür, um ein Menschenleben zu retten. Macht, also meiner Meinung nach macht das absolut Sinn. Ja? Und auch natürlich die drei Robotikgesetze müssen in diesem Ding fest verankert sein. Ganz klare Sache. Und da kommen wir zum springenden Punkt, wo ich sage, dass es auch neue Versicherungen dann vermutlich für genau diese Maschinen geben wird. Und zwar, die Eltern von dem Kind werden dann vermutlich an eine Versicherung haben oder vielleicht wird das in der Haftpflichtversicherung abgedeckt, weiß ich nicht. Aber ne, das auf jeden Fall die alte Dame, weil ihr Roboter ist ja dann kaputt von dem Auto. Ja? Entweder wird dann, sag ich mal, der Besitzer des Autos oder ich weiß nicht, wie diese Versicherungssituation genau aussehen wird, aber es wird eine Versicherung geben, die eben dann dafür sorgt, weil der Roboter der alten Dame hat ja einem Menschenkind das Leben gerettet. Dementsprechend muss natürlich die alte Dame ersetzt, also sie muss ihren Roboter natürlich ersetzt bekommen, denn sie braucht diesen ja, um, sage ich mal, einkaufen gehen zu können, um den Haushalt vielleicht zu Hause leicht, ne, sich selbst zu erleichtern und. Und da muss man dann halt einfach sagen, da wird es dann irgendeine Versicherung geben, die möglichst schnell am besten agieren muss, um der alten Dame den Roboter wieder zu ersetzen, weil man muss sich mal vorstellen, was für ein enormer Mehrwert das einfach ist, wenn eine Maschine einem Menschen dann wirklich das Leben retten kann. Ja, oder auch, wie man das im Film von iRobot kennt, die eine Frau, die ihren Inhalator, ihren Asthma-Inhalator zu Hause vergessen hat, wo dann der Roboter nach Hause gerannt ist, um der Dame den Asthma-Inhalator zu holen. Ja. Das sind einfach so Sachen, die sehe ich in Zukunft. Und meine Prognose ist, also ich schätze mal so in den nächsten 5 Jahren. Ja. Ich schätze 5 Jahre einfach mal. Das heißt, heute bin ich 25. Ich schätze, wenn ich 30 bin, dass es sowas in der Art zumindest in den Startschuhen schon mal geben wird. Vielleicht zu dem Preis von 5.000 Euro oder für einen generell gesellschaftlich erschwinglichen Preis wird es, schätze ich mal, vielleicht in 10 Jahren geben, ja, spätestens. Aber das ist so einfach meine Vorstellung und ich wollte einfach diese Gedankengänge, die ich in diese Richtung habe, ich wollte die einfach mal mit euch teilen, weil ich weiß nicht, Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es das heute noch nicht gibt. Weil wir haben diese drei Technologien, sie sind auch eigentlich für all diese Zwecke, die ich jetzt gerade genannt habe, ausgereift genug. Aber es hat noch keiner gemacht. So. Das wird vielleicht auch irgendwelche Gründe haben. Welche weiß ich nicht. Übrigens, das hier ist kein Product Placement. Ich trinke das einfach nur. Kann das auch gerne umdrehen. Ich verstehe es halt nicht, warum es das aktuell noch nicht gibt. Und ich wollte einfach mal diese Gedankengänge mit euch teilen, weil, ich weiß es nicht, irgendwie, vielleicht seid ihr ja irgendwo in der Robotik tätig oder irgendwo bei einer künstlichen Intelligenz oder sonst was und ihr könnt solche Sachen mal anstoßen irgendwo. Wenn ihr das könnt, dann ey, bitte macht das. Ich wäre der Erste, der so ein Ding kauft. Ganz definitiv. Also, ich werde... Genau für solche Fälle werde ich mir immer einen gewissen finanziellen Puffer zurücklegen, denn wenn es sowas gibt, dann will ich verdammt nochmal einer der Ersten hier in Deutschland sein, der sowas hat. Ja, also solange es im Bezahlbaren, ich sag mal so zwischen 5.000 und 10.000 Euro wäre etwas, was ich dafür tatsächlich in die Hand nehmen würde. Einfach nur, um der Erste zu sein. Egal, ob diese Technologie ausgereift ist oder noch nicht ausgereift ist, das wäre mir absolut egal. Das wäre mir wirklich absolut egal. Es gibt ja da viele Leute, die sagen, ja, ich kaufe mir dann die zweite Generation oder dritte Generation. Mir wäre das egal. Ich will direkt von Anfang an bei sowas dabei sein. Und wenn es sowas gibt, ihr seid natürlich auch dabei. Ich mache da Videos drüber, aber da könnt ihr Kiff drauf nehmen, aber absolut. Genau, ich wollte diese Gedankengänge einfach mal mit euch teilen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne mal einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch gerne meine anderen Videos auf dem Kanal an. Ihr könnt mir auch gerne ein Abo da lassen. Abonnieren und Glocke aktivieren ist auf YouTube kostenlos, zahlt ihr nichts für und hat für euch den Vorteil, ihr werdet über jedes neue Video, was ich hier auf dem Kanal hochlade, informiert. Und wenn euch der Titel interessiert, klickt ihr drauf. Wenn nicht, dann lasst ihr es einfach bleiben. Und gerne lade ich euch auch herzlich dazu ein in den Kommentaren oder ich verlinke euch natürlich auch wieder einen Forumbeitrag zu diesem Video,
Und da könnt ihr im Forum einfach mal oder auch unter den Kommentaren einfach mal wild darauf losspekulieren und philosophieren, welche Gedanken ihr zum Thema Robotik oder welche neuen Berufe dadurch entstehen können. Was ihr euch davon erhofft, solche Sachen, das könnt ihr dort alles mal auch in den Kommentaren oder im Forum könnt ihr gerne eine Diskussion lostreten. Da hätte ich richtig Bock drauf, auch dann selber aktiv dran teilzunehmen. Ich bin auf jeden Fall ein absoluter Verfechter davon, also pro Robotik. Und ich denke mal auch, egal wie viele Leute von euch da draußen jetzt sein werden, die sagen, oh, ich habe davon Angst und das soll doch bitte alles so nicht passieren. Egal, ihr könnt euch querstellen, wie ihr wollt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall so kommen. Es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Egal welche Gegenargumente ihr finden werdet, es wird auf jeden Fall so kommen, da bin ich mir 100% sicher. Es ist halt nur die Frage, in welchem Umfang und in welcher Zeit. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, euch haben meine Gedankengänge gefallen. Wie gesagt, Abo und so weiter, ihr wisst Bescheid. Haut da rein, bis zum nächsten Mal.